Hi, Matthias von Gizmodo. Ich bin auf der Inside AR hier am Stand von Thermal Touch. Eine ganz interessante Technik. Wir können uns das ja alle ganz gut vorstellen, wenn wir eine Augmented Reality Umgebung haben, also irgendwas durch eine Brille sehen und wir möchten damit interagieren, dann wird das Problem, ja, wir können ja eigentlich nichts direkt anfassen, wir bräuchten noch ein Touchpad und genau dem Problem nimmt sich Thermal Touch an. Es erkennt nämlich, wenn man gewisse Gegenstände anfasst an dem thermalen Hitzefingerabdruck. Und wie das funktioniert und dass es funktioniert, erzählt uns jetzt oder zeigt uns jetzt der Daniel. Hi Daniel. Hallo. Ich zeige zuerst mal eine mögliche Anwendung für diese Art von Technologie. Wie wir hier sehen zum Beispiel, wenn wir unterwegs sind und wir müssen eine Nummer eingeben, wir möchten jemanden anrufen zum Beispiel und wir haben eben keinen Touchscreen, sondern nur eine Brille, dann wäre eine Möglichkeit, dass man eine beliebige Oberfläche um einen herum nimmt und diese in einen Touchscreen verwandelt mit der Technologie, die wir zeigen. In diesem Fall würde ich jetzt zum Beispiel eine Nummer eingeben, also ich nehme die 4 und die 7 und die 8 beispielsweise. Und wir sehen eben, dass diese entsprechend erkannt wird. Es wird erkannt, wenn ich mit meinem Finger die Oberfläche berühre. Und wie das funktioniert, das können wir uns jetzt auch mal anschauen. Ja, sehr gerne. Also klingt ja soweit ganz spannend. Das geht dann auch tatsächlich mit jeder Oberfläche? Das geht mit fast jeder Oberfläche. Wir haben eine Vielzahl von Oberflächen ausprobiert. Wir haben zum Beispiel Holz und Papier und verschiedene Kunststoffe, Keramik und so weiter ausprobiert. Und das funktioniert alles, auch Glas. Das Einzige, was wir festgestellt haben, was nicht funktioniert, sind Metalle, weil diese einfach zu gut die Hitze leiten und insofern der warme Fingerabdruck sich ganz schnell verbreitet in dem Material und wir es infolgedessen nicht feststellen können. Okay, verstehe. Also neben der normalen Kamera, die dann das Bild praktisch zeigt oder aufnimmt und verändert, brauche ich ja auch dann noch eine Hitzekamera oder wie läuft das? Genau, das Ganze basiert auf einer Wärmebildkamera, welche eben pro Pixel die Temperatur feststellt. Und das verwenden wir eben als Grundlage, um festzustellen, wenn ich mit meiner warmen Hand eine kältere Oberfläche berühre und dort einen warmen Fingerabdruck hinterlasse, kann ich das eben mit einer solchen Kamera identifizieren und lokalisieren auch. Ist die Technik denn da schon so weit? Sind die nicht noch zu groß und zu teuer? Genau, also was wir hier sehen, ist ein Prototyp. Natürlich möchten wir das auf einer Brille haben und nicht in so einem großen Setup mit einem großen Tablet und auch dieser relativ großen Kamera. Das war Anfang des Jahres so mit das Kleinste, was es an entsprechenden Kameras gibt und es kostet auch viele tausend Euro. Dieses Jahr hat sich dabei einiges getan, was diese Wärmebildkamera angeht. Es gibt jetzt eine kleine Kamera, die auch zum Beispiel in diesen iPhone-Case integriert ist und die nimmt auch die Wärme auf, zum Beispiel hier vom Moderator. Und die ist deutlich günstiger und ist eben sehr klein, sodass es auch denkbar ist, diese in Datenbrillen zu integrieren. Okay, klingt ja alles super spannend. Was sind denn deine nächsten Schritte? Wann kann man denn damit rechnen, dass sowas tatsächlich mal in einem kommerziellen Produkt zu sehen ist? Wirklich wissen tun wir das nicht, denn es hängt von vielen Faktoren ab. Unter anderem auch von Verfügbarkeit von Hardware. Aber grob als über den Daumen gepeilte Nummer sagen wir, dass es vermutlich um die 5 Jahre dauern wird, bis sowas produktiv einsetzbar ist. Und das heißt dann, wir könnten dann praktisch tatsächlich, wenn jeder von uns beiden Google Glass mit der Technik aufhat, virtuell auf dem Tisch hier Schach spielen, indem wir Figuren hin und her schieben. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Augmented Reality Games sind auf jeden Fall eine mögliche Anwendung für diese Art von Technologie und Interaktion. Was sind da noch mögliche Anwendungsfälle? Natürlich gucken wir auch zu professionellen Anwendungsfällen, wo beispielsweise mit physikalischen Modellen und digitalen Modellen dessen interagiert wird, verschiedene Simulationen durchgeführt werden. Wir gucken auch zu Augmented Reality Bedienungsanleitungen, wo es ja so ist, dass wenn ich ein komplexeres Gerät habe, ich muss dem System erstmal mitteilen, welchen Teil von diesem Gerät ich mir erklären lassen will, zum Beispiel welchen Knopf. Und da wäre es auch eine einfache Möglichkeit, dass ich mit meinem Finger auf das entsprechende Teil drücke und dann wird es mir erklärt, wie dieses Teil funktioniert. Alles klar, dann vielen Dank für die Infos. Danke, es war Matthias für Gizmodo.